das. 3, 2, 1. Willkommen bei Für Nüsse, der Podcast mit Dirk und Klaus. Herzlich willkommen auch von meiner Seite bei Für Nüsse, dem Podcast, der sich... Ne? Sätze beendet. Soll ich uns mal ein bisschen leiser machen? Hast du das Gefühl, oft sagst du von wegen, oh, sind wir laut, und dann in der eigentlichen Aufnahme klingt es ganz normal, so wie... Ja, die Applausaktion schon und Schreiaktion. Im Monitor. Oder findest du das in Ordnung? Ich glaube, es wird jetzt auch nicht so spannend, wenn wir darüber uns weiter... Ja, ist schon eine gute Frage. Ach so, aber das ist gar nicht die Frage für heute. So, jetzt hast du mich leise gemacht, kann das sein? Jetzt höre ich mich ein bisschen leiser. Jetzt? Ja, so ist ja, super. Ist in Ordnung. Ja, Warte, ich hatte noch eine Anekdote, die ich extra dir nicht erzählt habe. Ja, stimmt. Okay, leg los. Ich versuche es auch so schnell wie möglich zu machen. Wir haben Sonntag... Nein, wir haben... Wir haben Zeit. Ganz durch. Einfache Frage heute. Riestern Sie? Sollten Sie aber bei 1030 Euro im Monat. Ja, das hätte das Kind. Ich war am Sonntag Fußball spielen. Da ist so ein. Gehe auf den Platz und dann rollt mir so ein Fußball entgegen. Hat so ein kleiner. Drossbar-Ball. Was ist ein Drossbar-Ball? Drossbar so von der Drogerie. Also kein Fußball, sondern so ein Kinderball. Drogerie, Drossbar? Naja, einfach so ein aufblasbarer Gummiball. Okay, das ist ein Franchise. So ein Commercial. Ja, das war früher war das mal so eine Berliner Drogeriekette. Rollt mir dieser Ball entgegen. Und ich dachte, ja, passt dem Kind halt den Ball zurück. Und was erwartet man dann von so einem Kind, dass es Danke sagt? Also es ist so ein, wie alt war denn das Kind? 6 Jahre oder so vielleicht. Okay. Naja, da sind die ja manchmal auch so schüchtern, dass sie einfach nur große Augen nehmen. Nee. Ey, lass mal unseren Ball in Ruhe. So ein typisches Arschlochkind auch. Okay. Also sah schon so aus wie Dennis the Menace. Ich meinte so, ey, wenn dir jemand Älteres einen Ball zupasst, dann sagst du Danke. Und er will so, ey, lass unseren Ball in Ruhe, wir spielen hier. Ich so, ey, deine Eltern haben dir keine Manieren beigebracht, oder? Und ich gehe dann halt so in die andere Ecke. Legt sich schön mit 6-Jährigen an, ne? Ja, aber pass auf, warte, die Pointe kommt noch. Da kam der Bruder. Ich gehe in die andere Ecke und mache mich da so dann mit den Erwachsenen. Ich spiele nämlich mit Erwachsenen normalerweise warm. Weil die cooler sind. Und die Kinder auf der anderen Seite schießen so ein bisschen aufs Tor und dieses Arschlochkind stellt sich neben dem Pfosten. Und eines der älteren Kinder, der wird vielleicht zu 11 gewesen sein, zieht voll ab, trifft den an der Schläfe und der fällt um, als ob der bei Counter-Strike einen Sniper-Headshot bekommen hat, bricht heulend zusammen und rennt vom Platz. Karma is a bitch, baby. Jawoll. Aber wenigstens halt wirklich sofort Reaktion mit Schrei. Ich hab so gelacht. Aber ich meine, es gibt ja halt auch leider diese Beispiele von wegen Ballernkopf, umkippen, kein Ton, ohne Bewegung, wo du auch denkst, hallo, sowas. Aber das ist natürlich, das ist schon lustig. Und halt ein richtiger Fußball, der dann... So eine richtige Lederpille. Ja, also so ein Jugendfußball, der ist ein bisschen kleiner. Das war schon sehr unterhaltsam. Alter. Und das hat mich natürlich aus der Verantwortung genommen, ihn abzuschießen. Ja, gut, aber Entschuldigung, ich will hier nicht mit meinen... ist doch lustig, ob der dann gelöscht war und auf null, ob der wieder hochgegangen ist und, ey, was wollt ihr mit dem Ball? So wieder anfängt, weil manche, die lernen ja nicht daraus. So. Ja. Aber krass, ja, bei dem ging wahrscheinlich irgendwie so Selbstsicherheit vor Verstand oder sowas. Oder? Ja, also ich fand es halt einfach nur, krass, wie gesagt, halt nicht Danke sagen, sondern so ruhig sein und nur so mit großen Augen gucken wie ein U-Boot. Das wäre so meine Variante, genau, die ich früher gemacht habe. Ja, absolut. Da hätte ich ja nichts gesagt. Also ich hätte ihn ja nicht angeschnauzt, wenn er nicht Danke gesagt hätte. Ja. Aber halt so, ey, das ist unser Ball. Das ist schon hart für so ein Kind. Ja, nee, ich habe ja gesagt, ja, der will ja keiner deinen schönen Ball da klauen. Aber wenn dann noch einer, ja, aber sowas. Krass. Aber eigentlich ist das eine sehr gute Vorlage zu meiner Frage, die ich heute stellen wollte. Ja. Und zwar ist die sehr, sehr, sehr weitgreifend. Und zwar, was ist Humor? Ah! Und das zum Beispiel war definitiv was sehr Lustiges. Ja. Fand ich jedenfalls. Die klassische Schadenfreude. Ja. Die ja auch immer dem Deutschen attestiert wird. Nur dem Deutschen? Nee, aber es ist also Schadenfreude gibt es ja auch so als deutschen Begriff im Englischen. Echt? Okay. Ja. Okay. Ja. Ach stimmt, im Engländer ist ja auch eher so der Schwarzhumor, ne? Ja. Nachgesprochen. Aber dann wäre das deine Geschichte bestimmt total der Treffer.
Ja. Also so richtig so einen rein. Aber gibt es auch irgendwie, anderen Ländern wird da irgendwie was zugesprochen von bestimmten Humor, irgendwie feingeistiger spanischer Humor oder plumper französischer oder sowas? Ich weiß nicht, ob das nicht einfach nur dann letztendlich so ist, wie, glaube ich, verschiedene Sexstellungen verschiedenen Ländern zugesprochen werden. Dass man immer davon ausgeht, das eigene Land hat die Hoheit auf den normalen Humor. Ja. Und dann hier die Franzosen immer mit ihren Fäkalien. Wobei ich glaube, das ist tatsächlich, ich glaube in Frankreich, also die französischen Sachen sind dann viel mit gastrischen Geräuschen. Also Rülpsen und Furzen ist da, glaube ich, mega Hit. Okay. Aber sonst fällt mir jetzt nichts ein. Ich finde ja auch diese Theorie, dass man Humor lernen kann oder sowas, auch ein bisschen schwierig, weil ich mir ja nicht, also ich glaube nicht daran, dass ich mir einen gewissen Humor halt irgendwie aneignen kann, sondern dass der da ist. Der kann sich halt höchstens entwickeln. Aber ich kann nichts dafür, dass ich halt, weiß nicht, mit 10 das erste Mal vielleicht über einen Pimmelwitz gelacht habe und das vielleicht mit 80 immer noch. Also ich kann nichts dafür, dass mich das irgendwie anspricht in meinem Humorzentrum. Und da gibt es ja manche von denen, das ist nicht mein Humor, weil, ne, also wenn man so ein bisschen, also es geht ja auch diese Theorie, dass je mehr Fachwissen ich in gewissen Bereichen habe, dass das halt dann auch sich legen könnte, weil ich dann halt irgendwie feingeistigen Humor eher zugeneigt bin, weil ich mehr Wissen habe, jetzt plump gesprochen. Aber ich habe das Gefühl, dass es eher dann Unterhaltung und dann in der Masse entsteht der Humor ja eigentlich eher durch das Lachen der Gruppe. So, also zum Beispiel finde ich, weiß nicht, wenn ich jetzt Volker Pispers, Hagen Räther und sowas, also so eher so Politkabarett oder sowas denke, dann finde ich das sehr unterhaltsam und auch lustig, aber ich lache nicht. Und ich glaube, die Lacher, die da entstehen, entstehen eher im Publikum aufgrund der Gruppe, die auch oft lacht, ja auch dann bei solchen Veranstaltungen Menschen, weil sie es erstmal per se verstanden haben und sich halt demjenigen, der da vorne steht, zugeneigt haben von, ich verstehe sie, ich bin auch so intelligent, haha. Also der Humor des Wiedererkennens. Genau, das darüber suggerieren von wegen, ich bin hier auf der Ebene mit dir. Und das ist ja dann eher unangenehm, weil das ist ja dann eher so, ich muss mein Ego präsentieren. Mhm. Also mein Ego sagt dann von denen, lach mal mit, wir sind hier genauso weit wie die anderen. Wobei man sich im Publikum ja auch gerne mal anstecken lässt. Ja, vom Lachen, vom Gähnen, vom Klatschen. Das ist ja das Schönste eigentlich, wenn du dich halt so mitziehen lässt und hast einfach einen schönen Abend und lachst teilweise auch nur, weil es so dusselig ist oder weil jemand halt, also die Klassiker, wenn halt irgendwie ein Gag kommt und dann gibt es halt so Lacher und dann gibt es verspätet irgendwo hinten in der letzten Reihe noch und du merkst, oh, das hat sie jetzt erst geschnallt. Und dann entsteht eine Situationskomik, die dann halt enorm lustig ist, was meist ja auch den vorne auf der Bühne, wenn er halt pfiffig ist, dann halt aufnimmt und halt auch einfach zum Zuschauer in dem Moment werden lässt, weil dann halt der Gag hinten passiert. Und das, ja, das ist ja schon was sehr Schönes. Aber viele ziehen ja manchmal auch so einen Schuh durch und halten das einfach nur so aus und dann den nächsten und den nächsten. Oder ganz schlimm, was halt irgendwie so ein Trend geworden ist, weil es funktioniert, dass den eigenen Witz mit anlachen. So. Also zum Beispiel Mario Barth hat da sehr groß etabliert, dass er halt Geschichten erzählt und von vornherein suggeriert, pass mal auf, das ist super lustig, ich kann das gar nicht, sowas. Das ist schon fast Bühnenhypnose, wenn er den Leuten immer, der hat so Triggerworte, kennst du, und das Publikum ist schon so indoktriniert davon, die wissen, ja, jetzt lachen. Genau, das ist genauso wie bei Fernsehsendungen wie der Big Bang Theory. Gott. Die halt einfach nicht komisch ist. Und die ohne die Lacher würde auch keiner wissen, dass es komisch sein sollte. Das ist ja, glaube ich, der Effekt von der Spin-off-Serie Young Sheldon, von der ich... Nicht gesehen. Ich habe den Trailer davon gesehen. 30 Sekunden, die sie aus einer Staffel zusammengeschnitten haben. Und da haben sie es nicht geschafft, einen Gag rauszufinden. Also, wo man halt... Alles hängt dann immer so ein bisschen in der Schwebe, aber wird nicht angelacht. Und deswegen ist es halt auch wirklich nicht lustig. Also, das ist halt dann die Lupe einfach drauf. Darauf, dass auch Big Bang Theory ist ja nicht lustig. Ja, ja, also... Also es ist ja wirklich nur die dümmste, biederste, konservativste Sitcom der Welt mit, in Anführungszeichen, Nerds. Das ist so ein bisschen so Bill Cosby of Nerds, so. Also, ist das ja auch von dem Autor, der auch Two and a Half Men geschrieben hat? Wobei ich ja Roseanne. Den Anfang, also ich glaube, die ersten 2, 3 Staffeln, als der Junge noch klein war, fand ich es halt noch lustig. Ich glaube, da hatte Charlie Sheen noch am meisten sagen. Oh, konnte noch was sagen. Ja. Na, ich meine, ich glaube, das hat er dann schon so in gewisse Bahnen gelenkt, die halt dann immer so ein bisschen rausgebrochen sind aus dem, was man eigentlich so als Sitcom. Da hatte man auch oft das Gefühl, sie lassen Situationskomik entstehen. Mhm. Also was der Moment halt gerade bietet. So. Und
Und das andere ist dann halt, wenn auf den Punkt getimt halt die Lacher kommen oder kommen müssen und wenn sie nicht kommen, dann werden sie gespielt, also eingespielt. Das ist halt total schwierig. Ja. Ja. Also Big Bang Theory lieben wir. Andere Humorsache, die wir lieben, über die wir auch gerne reden, ist die Bully-Parade. Immer lustig. Also ich muss sagen, ganz am Anfang, dieses Klassiker-Ding, aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber nicht hier, dass ich als das erste Mal Mario Barth gesehen habe, da war er noch bei Nightwash, also als unbekannter Comedian, dieser, ich glaube, WDR-Produktion oder so, wo dann halt so Stand-Up-Comedian im Waschsalon in Köln da halt irgendwie ihre 3-5 Minuten haben. Und da hat er halt so ein kleines Programm rausgehauen und da ging es halt nicht um seine Frau und nicht um Geschlechter und nicht um Arm und Reich oder sowas, sondern da hat er halt tatsächlich so eine Situation, die er erlebt hat, das war halt irgendwie so ein Urlaub und er ist halt Pauschalflug und im Flieger mit seiner Freundin, aber saß halt nicht neben ihr, sondern halt eingepresst in so einer Dreierreihe in der Mitte. So. Und das war halt so viel Situationskomik, wo du gemerkt hast, er erinnert sich gerade und es ist wirklich, ja, also natürlich auch eine überzogene, muss ja immer ein bisschen karikiert sein, weil meist reicht das Original nicht. Aber ich kannte den halt nicht und ich fand den lustig. Mhm. Also, ich glaube auch so abgetrennt, so 3-5 Minuten-Ding, wo er über sich und seine Freundin redet, könnte man sich wahrscheinlich auch anhören. Wenn es nicht sein ganzes, aber der hat ja wirklich eine gute Marketingmasche draus gemacht. Der hat auch dann irgendwann zusammen mit Langenscheidt so Bücher Frau Deutsch, Deutsch Frau genau, so verkauft. Ja. Also das Marketing-Ding ist ja halt einfach enorm bei ihm. Und dann, was er da alles eingeschlossen hat, der hat ja irgendwie viel Familie und Freunde in dem ganzen Ding eingeschlossen, damit er halt dann auch, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, das ist so eine Mischung, dass er halt schon zu diesen Familien Aspekt so mit reinbringen wollte und was vielleicht gut ist oder jemand unterstützen, aber gleichzeitig ist es ja auch so ein Prestige-Ding, weil das hat er dann teilweise sehr, sehr oft immer thematisiert und da hast du gedacht, da rühmt sich jemand mit sozusagen von wegen, ich habe mein Bruder macht die ganzen T-Shirts und meine Mutter macht alles, was du denkst, ja. Meine Mutter macht die Schnittchen, weil sie eine Frau ist, die kann in der Küche gut arbeiten. Kennst du, ne? Kennst du. Ja. Ja, lustig. Ja, ich habe mal mitgekriegt, dass ein Kollege da war er die ganze Zeit bei diesen Elektroladen-Werbung, Saturn oder Mediamarkt, da war da immer Mario Barth drin und da hat halt hat irgendwie ein Kollege da halt mitgespielt und halt überhaupt gar kein Mario Barth-Fan und war dann halt im Catering so und hat halt irgendwie Hallo und Tschüss, aber ist halt nicht wahrscheinlich, wie er sonst gewöhnt, so, ey, lass mal ein Foto machen, du bist ja echt Mario Barth. Und dann war Mario da und hat sich gerade einen Kaffee geholt und meinte halt dann irgendwie so, hallo. Und hat das gespürt und meinte so als zweites so, übrigens, die Gags, ne, die werden ja alle von RTL geschrieben. Das sind nicht meine, das ist alles von der Redaktion. Also einfach nur so, dass er halt so sagt von wegen, ey, die sind nicht doof, weil ich die mache, sondern die sind von jemand anders. So, und das ist jetzt hier Werbung. Und also das war schon so ein großes, ich möchte immer noch gefallen Ding drin, aber ich glaube, das ist ja eh der Antrieb. Also ich glaube, wenn das weg ist, dann bist du auch nicht gut. Passend dazu, zu Mario Barth, ähnliches Kaliber hat, das habe ich mal irgendwo gesehen, Oliver Pocher, der ein Stand-Up-Programm macht. Oh Gott. Vor einer gefüllten Halle, weil Leute offensichtlich gedacht haben, Oliver Pocher, den Namen habe ich schon mal gehört. In dem Ring? Ich mal. Ich glaube ja. Es waren so 60 oder 70.000 Leute da. Bei und unserem Hans Meiser ist er groß geworden. Ja, und immer wenn die Publikumskamera reingegangen ist und du gesehen hast, wie die Leute so ihre 40 Euro bereut haben. Ja, und keiner klatscht, keiner lacht. Und er steht mir so, wir sind auf der Bühne, ich bin Oliver Pocher. Oder wie auch immer Oliver Pocher klingen mag. Hannoveraner. Und Weiß. Aber da denke ich immer, so habe ich kein Mitleid bei dem Publikum. Also wenn du bewusst dir eine Karte bei Pocher kaufst oder du kriegst sie geschenkt und dann annimmst, selber Schuld. Das war der beste Gag. Weil normalerweise ist ja die Publikumskamera immer dafür da, um zu zeigen, ey, der ist richtig lustig. Und das war so, oh Gott, auf und zu mal ins Publikum, da wir ein bisschen Schnittbilder haben. Ist das eigentlich so ein deutsches Phänomen, diese Publikumsbilder? Weil ich habe gerade von Ricky Gervais das Humanity-Live-Programm gesehen. Du siehst nicht einmal das Publikum, nicht einmal. Nur die Bühne, nur er. Mhm. Und du hörst sie halt auch. Und das Gute ist auch, was ich finde ich total einen guten Comedian ausmacht, nicht auf die Lacher warten und nicht Lacher zu Ende klatschen. Das wird immer total unangenehm, wenn du das Gefühl hast, jetzt kann ich wieder einsteigen, sondern der Lacher kommt, okay, aber pass mal auf, die Geschichte geht weiter, das ist wichtig. Und ich habe eh das Mikro und es ist eh lauter als ihr. Sowas so. Also lass die kaputt lachen. Lass die halt vielleicht auch die ersten Sätze, die du sagst, gar nicht mit mehr anhören, aber die anderen hören es vielleicht so. Also du kannst ja nicht davon ausgehen, dass alle simultan lachen und still sind. Und das finde ich gut, wenn jemand halt einfach so ein Tempo anreicht. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, dass oft halt immer so, was schieße? Und dann, ja. Und dann so, und denkst, oh nein, warte nicht, bis es still wird. Das ist
Oh. Das ist so ein bisschen die Thomas-Hermann-Pause. Der immer damit so... Ah, Thomas Hermanns. Hermanns, ah ja, ja, Hermanns. Immer mit drei Quatsch Zahnreihen Comedy da Club, stand. Ja. Ja, ist ja der Chef im Quatsch-Comedy-Club, ne? Immer noch. Ja. Okay. Er, war ja. Ja. Er hat sich letztens gerühmt, dass er Chris Tall groß gemacht hat. Den dicken, ja, dummen, dein... leicht showy... Dirk hat dir gerade ein Kristall-T-Shirt an. Das ist eigentlich ein Einteiler. Ah. So ein Kristall-Jumper. Jumpsuit Chris Tall. Der sowas Tolles gesagt hat, wo war das, in Köln oder sowas? Ja, ist natürlich in Köln, die Hauptstadt des Humors, ja. Köln. Und dann meinte er sowas, heute lassen wir alle Scherben zerspringen oder irgend sowas. Also irgendwie so ein Glasgag vorweg und dann meinte, heute ist Kristallnacht. Also erstmal schlimm, dass das rausgehauen wurde. Also ja, wie dumm auf aber vielen Ebenen. Aber wie viele Jahre lag ihm das auf der Zunge? Ja, aber das Krasse ist dann auch das Kölner Publikum. Wow, geil, Kristall, verstehe ich. Oh Gott, ey. Also ich weiß gar nicht, ob es alle verstanden haben, aber naja. Aber gut, sein Programm fing ja auch an mit, dass er sich beschrieben hat, wie dumm er in der Schule war. Und das dann halt aber später dann nochmal zu bestätigen in seinem Live-Programm. Aber das ist auch eine Kunst. Ja, und er hat sich sehr gut, glaube ich, da rausgezogen, indem er halt von vornherein, glaube ich, irgendwie so ein RTL-Moderator oder RTL-Redakteur ihm gesagt hat, du brauchst so eine Punchline oder sowas und mit dem darf er das, hat er sich dann halt irgendwie offiziell von allem freigesprochen. Also Behinderte im Rollstuhl, bla, kann ich alles richtig rüberbügeln, so, weil, hallo, ich bin ja selber dick und da habe ich auch schon mal einen Witz drüber gemacht. Lustig, der ist dick. Ja. Die hören nie auf, sich neue Sachen auszudenken. Na, ja. Ich habe es ja vorhin schon mal angeschnitten, das war ja immer die beste Parade, beste Pointe der Bulli-Parade. Die sind schwul. Ja, ja. Nee, Bulli, ich fand ja, ich glaube, du fängst da auch kurz an, bevor du selber ins nächste gegangen bist. Bulli war ja am Anfang tatsächlich auch recht komisch. Ja. Also so in der ersten Zeit, als Bulli noch lange Haare hatte und ein bisschen bedröppelt vor einer Tapete stand und das neu war. Und das einmal die Woche gehabt, ne? Ja, genau. Ja. Und dann war es irgendwann so, ah, wir sind die Crew von der Traumschiff Surprise. Ja. Wir boarden von hinten, weil wir alle schwul sind. Ja. Super lustig. Aber das hat er dann ja auch am Set permanent durchgezogen. Da war doch hier von Königs Schwester, glaube ich, damals ich glaube, die hat Praktikum gemacht im Kostüm irgendwie am Set von Serie oder Film oder sowas und meint, dass die dann komplett drinne sind, permanent mit ihren schwulen Gags und alles, die ganze Zeit. Cool. Ja. Cool. Oh, ist das eng? Oh, das ist ja total eng. Ja, da sag ich dein Penis. Eng wie ein Arschloch. Ja, genau, ja, ist halt, boah. Super lustig. Ja, ja. Christian Tramitz und Rick Kavanian sind die anderen beiden Straftäter. Wusstest du, dass letzte Jahr ein Bulli-Parade-Kinofilm rauskam? Letztes Jahr. Ja, der hieß auch Bulli-Parade, genau, ne? Genau. Der alle Gags vereint in einem Film, den es jetzt schon bei Prime umsonst zu sehen gibt. Und ich glaube nicht, dass den überhaupt jemand im Kino gesehen hat. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Als bester oder zweitbester Produzent Deutschlands glaube ich schon, dass er Leute gezogen hat. Also ich meine, meinst du? Aber also ich meine, die Sachen, die er sonst produziert, haben mit ihm ja oder mit seiner Comedy-Nummer recht wenig zu tun. Das letzte war ja Traumschiff Surprise. Oder gab es noch? Nee, es gab noch so einen Animationsfilm, wo sie diesen... Voll verföhnt. Diesen Sissy-Gag genau nachgespielt haben. Hieß es voll verföhnt? Irgendwie so ein Sissy voll verföhnt, also weil die Haare lustig Mann, aussahen. Ey, das ist, also erstens, im Jahr 2010, glaube ich, weiß kein Mensch mehr, was ein Sissy-Film ist. Naja, aber das Lustige ist ja, dass viele dann Sissy auch über Bulli kennen, weil das ja damals auch eine Sparte war seiner Gags, dass man halt irgendwie, Franzi, Sissy, den fand ich damals auch immer lustig, von wegen, du Sau, lass heute ausreiten, sowas. Mhm. Und schade ist, und was es ausgemacht hat, die Gags damals oder die Sketche hatten damals so Hollywood-Stil, also die waren halt unheimlich gut gefilmt, geschnitten, die hatten halt sehr, sehr aufwendig für die damalige Zeit halt so das Editing draufgelegt. Also ich wurde dann halt irgendwie... Bist du dir da sicher? Naja, wahrscheinlich waren es auch die wenigen, die halt dann auch öfter mal draußen bestimmte Locations... Ich glaube, und sowas draußen war einfach nur der Trick. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sonst so aufwendig produziert war. Also, oder sie haben gerne halt so, also beziehungsweise haben gerne so filmische Stile versucht zu kopieren. Und das hat irgendwie eine andere Wertigkeit gebracht, weil wir halt lange, glaube ich, geprägt waren von SketchUp und sowas, wo man einfach Studio, Licht, zack, und dann dicke Brille, falsche Zähne. Falsche Zähne. Obwohl ich SketchUp ist halt einfach, das ist schon so ein deutsches
Ding, was halt, also ich finde es unterhaltsam, ich finde es aber nicht, also ich lache nicht, aber es ist halt, beziehungsweise glaube ich, wenn ich angesäuselt wäre, würde ich auch drüber lachen. Aber das ist halt so draufdrücken. Also die ist so blöde und dann erträgst du dieses Blöde nicht mehr und sagst, okay, jetzt ist lustig oder so. Also allein halt irgendwie ein Gag so 30 Sekunden vorbereiten und dann ist der Gag von wegen, keine Ahnung, der Liebhaber ist im Schrank. Und der Mann findet ihn zum Schluss nicht oder guckt unterm Bett und sagt, hier ist ja gar keiner. Und er sagt, doch, im Schrank. Und dann denkt, jetzt habe ich mich selber verraten. Sowas. Mhm. So. Und dann denkst du, okay, doof. Aber dann bleibt der Typ halbnackt im Schrank und schaut dich eine halbe Minute an mit der Brille und den verschiefen Zähnen. Und denkst irgendwann, ja, ist gut. Und immer noch, und irgendwann denkst, Mann, ist das doof. Und lachst du nur darüber, dass es halt so ewig blöde ausgepeitscht ist. So ein bisschen wie manche Simpson-Gags, wo du auch denkst, das ist halt dann echt Situationskomödie entsteht, wo kein Kind mehr darauf reagieren würde. SpongeBob hat das auch so ein bisschen. Ja, okay. Wo dann halt ein Gag immer und immer wieder, oder einfach nur lange stehen bleiben, dass die Figuren, dass die Charaktere da halt einfach nur stehen und schauen und nichts passiert. Ich glaube, es gibt dann so diesen Sweet Spot zwischen, ja, es war lustig, okay, jetzt ist es ein bisschen zu lange und da muss man halt so ausharren, bis es wieder ein bisschen lustig wird. Ja, genau. Ja. Aber das Komische ist, dass es oft funktioniert, finde ich. Ja. Dass du denkst, ja. Ich finde ja deswegen auch die nicht lustig Comics lustig. Die haben das nämlich auch so ein bisschen, dass sie. Das ist halt, mein Herr Riedmann in der Wand, ne? Genau. Ja. Genau. Unter anderem Herr Riedmann in der Wand, dass sie auch immer noch. Ich mache Nudeln! Noch einen draufsetzen und dann halt oft den Witz erklären. Ja. Also es gibt zum Beispiel einen, der finde ich ist ein ganz schönes Beispiel. Eine Mutter, ein Vater und ein Kind öffnen die Tür und das Kind hat drei Augen. Und vor der Tür steht ein Alien, auch mit drei Augen und einem Blumenstrauß und sagt zur Frau, ich wollte dir den Blumenstrauß geben, weil ich dich vor genau 6 Jahren entführt habe. Und das Kind sagt, genauso alt wie ich bin, Papa. Ja, das Erklären ist schön. Genau. Ne? Und das macht auch von nicht lustig, diesen den einzigartigen Charakter. Aber das haben wir ja auch oft und dann muss ich dummerweise lachen, weil es so blöd ist, dass wir uns gegenseitig halt irgendwie so alte, ekligen, schmierigen 50er-Jahre-Gag so an den Kopf klatschen und der andere denkt, pff, und dann setzt der andere noch drauf, wegen Penis und dann denkst du, Schwänze. Und das ist schon wieder lustig. Ja, nee. Haben zwar damals die Schule geschwanzt. Oh Gott. Wegen Schwänze. Oder nicht? Das ist doch super. Gut. Ja. Aber ich meine, jetzt mal ehrlich, manchmal wünscht man sich ja, oder hat man ja so Phasen, wo man denkt, von wegen, nee, man hat einen ganz adäquaten Humor, der so feingeistig ist. Mhm. Ich kann mich halt da nicht wehren, dass dann halt die Pimmelwitze halt irgendwie. Und lustigerweise, oder was ist lustigerweise, nicht fantastischerweise, sondern faszinierenderweise sind es ja auch nur die Pimmelwitze. Hm. Also es gibt ja keine Scheidenwitze im großen Stil, wo du dich wegschmeißt. Weil die, glaube ich, halt so. Aber wenn, dann schickt die an Ad für Nüsseport auf ja, Twitter. Das wäre echt. Wir wollen eure Scheidenwitze. Hören. Lustige Scheidenwitze, ehrlich. Ja. Da hätte ich auch mal nichts gegen. So, weil ich glaube, das ist halt auch einfach so irgendwie so politisiert worden, das ganze Thema, dass man halt so eine super Vorsicht plötzlich bekommen hat über. Genau, damit wir die auch sicher finden, hashtag die einfach mit MeToo. Einfach mal einen drauflegen. Einfach mal einen drauflegen. Ist ja auch, ich habe doch mal diese Humordefinition, das ist halt irgendwie Tragik plus Zeit. Ne? Das ist doch irgendwie, ja. Und jetzt, weil mir dann in dem Moment gleich hochploppte, ist es schon lang genug weg. Weil das ist ja halt, dass manche Gags halt einfach, genau der gleiche Gag funktioniert halt spät, aber nicht in dem Moment oder kurz danach oder irgend sowas. War auch eine Riesendebatte, als Helge Schneider Hitler gespielt hat. Echt? Ja, aber Hitler? Darf man darüber lachen? Ist das in Ordnung? Es war ja auch lustig, als Charlie Chaplin ihn gespielt hat und da war es ja noch ein bisschen aktueller.
Apropos Hitler, Seth Meyers hatte letztens als Gast Ricky Gervais. Und also, dachte ich aber, wen hat er denn da aus der Mottenkiste gekramt? Nee, und da hat er halt auch über Humor und über sein Programm und sowas geredet. Und Ricky Gervais redet ja auch gerne über Holocaust und Hitler und sowas. Wer nicht? Und er meinte halt von wegen, er kriegt ja immer diese Klischeefragen am Tisch oder beim Bier oder sowas. Würdest du in der Zeit zurückgehen und Hitler-Baby töten? Und ja klar, dann hör ich alles so. Und er meinte, nein. Und holt irgendwie sein Handy raus und hat original ein Foto von Hitler als Baby. Und zeigt es in die Kamera und meinte, schaut es euch an. Es ist ein süßes, kleines Kind. Es hat noch nichts verbrochen. Ihr könnt nicht in die Zeit zurück und dieses Kind in die Hand nehmen und sagen, ich mach's für die Menschheit, ich bring dich jetzt um. Und er meinte, dann hat er halt irgendwie so ein Facebook- oder so ein Twitter-Aufruf gestartet und er hat sich als kleines Kind und Hitler als kleines Kind vergleichen lassen. Er hat gesagt, was ist süßer? Und hat aber dummerweise schon verraten, was ist. Und er hat knapp gewonnen, weil sie gesagt haben, ja. Und das war jetzt auch nicht alles sarkastisch gemeint, sondern wirklich, es ist halt immer noch ein kleines Kind. Also wenn man sich das alles wirklich vorstellt. Okay, Gegenfrage. Würdest du kurz vor der Zeugung Hitlers Vater einen Handjob geben, damit er ihn nicht zeugen kann? Oh. Ich dachte, das sind Zeitreisefragen, die zählen. Ich dachte, das wäre eigentlich eine gute Frage für den Podcast. Ich habe jetzt gedacht, so mit einem Knüppel einen überziehen, so, das wäre okay. Aber gut, dann kannst du es ja nicht jeden Tag machen. Das Hitler-Spermium bleibt dann ja noch im Hoden. Kannst du den nicht irgendwie... Also ich würde vielleicht mit jetziger Technologie und mir ein paar Tutorials reinziehen im Internet... Und dann würde ich vielleicht Kühe melken. Nein, dann würde ich für ihn vielleicht bewusstlos schlagen und während der bewusstlos ist, ihn eine kurze Vasektomie unterziehen. Aha, du willst also, ja, okay. Also okay, sowas ich dachte, wenn, dann reist du einfach zurück mit einem Tablet, auf dem Pornhub läuft. Aber dass er einfach nicht widerstehen kann. Es gibt ja auch die Frage, wäre Hitler nicht gekommen, gäbe es keinen Hitler, gibt es die große Theorie, dass es definitiv so eine Figur gegeben hätte. Ja, und wahrscheinlich schlimmere, intelligentere Leute. Weil ideales Thema für den Humor-Podcast, kurz die alternative Realität des Holocaust ohne Hitler durchzuspielen. Ja, Himmler, Göring, Goebbels. Ja, also ja, ich meine, es gibt alles ja lustige Gesellen. Es wird ja bestimmt auch mal gelacht. Ja. Wahrscheinlich, das ist nicht zu knapp. Wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, ich glaube, da gibt es nicht diese pauschalen Lösungsmöglichkeiten. Aber dennoch muss man sagen, dass das, was ich finde, stimmt halt von wegen, dass das schon sehr, also dass Hitler schon sehr lustig sein kann als Thema im Humorbereich. Und das ist halt, glaube ich, einfach, weil es halt so viel bestialische Vergangenheit da gab, dank ihm, geht es von feingeistig bis plump, funktionieren Hitler-Gags sehr schnell. So, was andere Themen halt nicht so schnell, oder was andere Themen vielleicht nicht so breit zu greifen sind. Also, ich finde ja, ein ganz toller Hitler-Gag ist in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Wenn Harrison Ford, also Indiana Jones, reist nach... Kein Fahrschein! Genau, reist nach Berlin... Und hat das Gralstagebuch, das er unbedingt vor den Nazis verstecken möchte. Ach so, wo er den unterschreibt. Stolpert in so einer Offiziersuniform vor Hitler. Und man sieht dann Harrison Fords Blick, oh Gott, jetzt wurde er entdeckt. Jetzt ist das Schlimmste, das ist Gralstagebuch in den Händen der Nazis. Hitler schaut sich an, schaut seine Männer an, lässt sich einen Stift geben und signiert es. Ja. Das ist ein super Gag, weil es halt genau diese Eitelkeit dieses Führerkults auch den Spiegel vorhält. Ja. Würdest du Hitler spielen wollen? Ich glaube, das ist bei uns beiden nicht so die Ähnlichkeit vorhanden. Aber da haben wir schon mal unser Titelbild für die Folge. Was ist Humor? Hitler, sehr gut. Punkt. Wir können einfach vor so einer rot-weißen Fahne mit so einem lachenden schwarzen Mund in der Mitte. Ich möchte nicht wissen, wie viele kranke AfD-Freaks dann plötzlich das viel falsch verstehen. Ja, wir können dem Volkslehrer ein bisschen... Ist AfD bisschen lustig? Ja, wenn es nicht so ernst wäre, ja. Also ich meine, an sich ist es schon lustig, wie so ein paar Idioten einfach das parlamentarische System quasi als Geisel genommen haben, aber nicht verstehen, was sie machen sollen oder wie das alles abläuft. Ja, das bedeutet jetzt echt für die neue Koalition so viel aushalten, ignorieren und weitermachen und auch, glaube ich, ertragen. Also die werden ja Anträge stellen ohne Ende. Die sind ja auch in ein paar Gremien drin, das lässt sich ja gar nicht verhindern, dass sie auch als Opposition in die Gremien dürfen. Also, dass sie sich halt auch mit Dingen beschäftigen müssen jetzt demnächst, was mit Sicherheit so
ermüden dumm ist und die ja von vornherein gesagt haben, wir sind nur zum Stören hier. Und das war ja in den Landesparlamenten auch so, dass sie halt nur noch irgendwelchen Quatsch gemacht haben. Ja. Wenn sie dann irgendwann überhaupt was gemacht haben. Also ich meine, es gab ja halt dann auch glücklicherweise so Momente, wo die AfD in Landesparlamenten halt dann irgendwann einfach ermüdet war. So. Weil sie natürlich gemerkt haben, okay, das wäre jetzt hier Parlamentsarbeit, das ist ja irgendwie ein bisschen, habe ich aber gar nicht so gedacht. Ich dachte, ich kann einfach nur laut irgendwie rumschreien. Ja, einmal ein bisschen Blödsinn machen und dann hier die ganzen Flüchtlinge rauswerfen. Und dann dann gibt es wieder Raum für so Witze. Pass auf, ich habe einen Witz. Erzähl. Wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne einzudrehen? Das ist ja genauso wie Friesen, weil dann wüsste ich die Antwort. Deutsche sind effizient und haben keinen Humor. Ja, wie ich warte mal, bis alle Lacher durch sind. Wie viele Friesen? Ja, dann komm, erzähl. Wie viele Friesen man braucht für eine Glühbirne? Ja. 5. Warum? Einer steht auf dem Tisch, hält die Glühbirne und 4 halten das Tischbein fest und gehen im Kreis. Wäre es nicht einfacher, wenn der auf dem Tisch die Birne einschraubt? Ja. Wie viele Friesen sitzt im Hubschrauber? Weiß ich nicht. 2, warum? Weiß ich nicht. Einer hupt, einer schraubt. Jedes Land hat auch so einen eigenen Friesen. Ehrlich? Ja. So die. Also in England sind es die Waliser, oder? Also in Großbritannien meine ich. Und in Australien sind es nur die Neuseeländer. Bei uns sind es auch ein bisschen die Saarländer. Ja, aber es ist wie. Ein Mu nach Saarland. Das mit dem Saarland, das ist aber erst in letzter Zeit gekommen. Ich glaube, weil die Ostfriesen, das ist nicht mehr so witzig, wenn Plattdeutsch langsam ausstirbt. Ja, Manta ist auch tot, das war in den 90ern. Stimmt, die ganzen Manta-Witze. Ja. Ich fand es eigentlich nur, ich habe nicht gelacht, ich fand sie halt einfach nur manchmal sehr kreativ. Oder so die Tatsache, dass man dann so 10, 20 kannte oder sowas, dass man die einfach so im Petto hatte. Es ist genauso wie die Blondinenwitze. Stimmt. Warum sitzt eine Blondine auf der Heizung? Weil die Heizung leckt. Ach ja, stimmt. 20, ja. Ja, aber das ist auch so, die Zeit des Witzeerzählens ist ja auch eher die Grundschule. Dein allererster Witz, den du halt immer erzählst, meistens ganz kurze, einfache. Mein erster? Ja, den du halt damals. Also zum Beispiel habe ich unheimlich gerne bei Familienfeiern sowas Witze erzählt. Weil, glaube ich, als Kind war Otto für mich schon so eine ganz große Figur, halt Norddeutschland, ne? Otto ist da halt schon. Ich habe mir dummerweise, muss ich echt sagen, war keine gute Idee, habe mir das kleine, große Otto-Buch vor kurzem, für 1-2 Monate oder sowas bestellt, von 1980, mit den ganzen Gags, mit diesen Kurzgeschichten, den selbstgemalten schlechten Comics, diesen Foto-Love-Story-ähnlichen Dingern, also alles. Und früher fand ich das in Erinnerung, also meiner Erinnerung nach, war es sehr, sehr lustig. Ich habe das Ding auf dem Klo liegen, ich habe es, glaube ich, 2-mal aufgemacht und dachte, ach du Scheiße. Oh, ich meine, gut. Aber ja, ich hatte damals Otto den neuen Film auf VHS. War es der 2. oder der 3.? Ich weiß nicht, ob Otto der Außerfriesische nicht davor war. Ah ja, wo Loriot kurz mitgespielt hat. Ja, ich glaube, es war Otto der Film, Otto der Außerfriesische und dann Otto der neue Film. Und dann Otto der Liebesfilm, ne? Und dann Otto der Katastrophenfilm und dann 4 Affen im Wald. Also. Und Otto, der neue Film, hatte ich gebraucht auf VHS gekauft. Wo denn? An einem Kiosk. Also in einem Kiosk. Ja. Ich nehme die Wochenenden, Snickers, ein Beefy und hier Otto, der neue Film. Ja, das ist schon alt genug für Snickers, mein Junge. Neben Panini-Bildchen und dem Dinosaurier-Magazin. Ah, Dinosaurier. Den habe ich damals halt auch ewig gesehen. Auch unerträglich. Aber den hast du doch auch einfach nur unterhaltungstechnisch geschaut, oder? Ja, der war halt auch da. Ja. Das ist ja auch, man hatte ja damals nicht Netflix, sondern was man auf VHS hatte, das war da, das kannte man dann auswendig, wenn man es 100-mal gesehen hat. Bei was, Alter, dieser Schlanzehammer? Ja, wir haben hier so einen Bohrhammer direkt in der Podcast-Lounge. Ja. Oh, jetzt möchte er noch einen Kaffee, glaube ich. Jetzt möchte er aber echt mal hier ins Bild, wollte ich gerade sagen. Was ist denn für dich, also ich meine, ja, Humor ist ja so breit, aber gibt es irgendwas, bei dem du lachst, wenn du alleine bist? Weil das, finde ich, ist bei mir sehr selten. Also sehr selten lache ich bei irgendwelchen Filmen, Serien, Stand-Up-Comedians. Unterhalten fühle ich mich schon, aber lachen?
Sehr selten. Also woran liegt das? Also ich brauche, glaube ich, auch immer Publikum, mit dem ich lachen kann. So. Also alleine, wenn ich mit meiner Freundin irgendwas schaue, dann kann ich eher lachen, auch wenn es vielleicht nicht so lustig ist, wenn sie halt lacht. Aber ich kann alleine lache ich. Also ich habe manchmal habe ich so Lache. Neulich, du würdest die Serie hassen, aber ich habe sehr betrübliche Ereignisse oder so auf Netflix angefangen. Wieso würde ich die hassen? Ach, es hat auch teilweise so Musical-Nummern, es ist so ein bisschen sehr in so Set-Pieces eingeteilt. Egal ob Film, Fernsehen, Serie, wenn gesungen wird, selbst bei Simpsons wegschalten. Das fand ich aber tatsächlich ganz lustig. Und das ist Neil Patrick Harris halt in so einem sehr seltsamen Kostüm als Schauspieler Count Olaf. Und dann stellt er sich halt in so einem Song vor und geht halt die Buchstaben von Count Olaf lang. Und ich habe halt gerade trainiert dazu. Und dann hieß es halt, the N stands for knowledge, because I'm very, very smart. Und da ist mir tatsächlich kurz die Hantel ausgerutscht. Aber ansonsten, ich weiß, es gibt... Kurz die Hantel ausgerutscht, wahrscheinlich so 15 Kilo Laminar weg. Ah, geht schon mal. Ein bisschen fallen lassen hier. Ist jetzt hier alles verkauft. Also quasi. Scrubs fand ich tatsächlich früher lustig, auch so, dass ich... Ja, aber hast du auch gelacht? So, auch so, dass es gab so ein paar Gags, die mich total erwischt haben. Es gibt irgendwie eine Folge, in der... Scrubs, glaube ich, ist auch furchtbar gealtert, aber... so eine andere Theorie von mir, aber dass in der Elliots Auto die Tür abgefahren wird. Ah, und das passiert zwei oder drei Mal in der Folge. Und dann vergisst sie noch irgendwie irgendwie so einen Shake auf dem Dach und fährt los und will sich vor dem Typen nicht lächerlich machen und hey, und fährt einfach so, als ob nichts wäre. Ja, genau. Ja, und also das war so einer der besten Gags der Serie, aber ansonsten. Ja. Und man lacht auch befreit bei Alkohol, oder? Da lacht man auch über schnell. Wenn man noch kann, ja. Ja, stimmt. Über was für einen Scheiß wir alles. Man ist auch konservativer bei Alkohol, sagen Studien. Mhm. Das erklärt Bayern. Okay, das erklärt das Bundesland. Mhm. Ehrlich? Wie äußert sich das? Ich glaube, die haben mal, das ist einer der Therapy-Karten, die ich auswendig gelernt habe, das, falls du das Gesellschaftsspiel Therapy noch kennst. Ja. Und ich glaube, die haben Leute nach so politische Fragen gestellt, als sie nüchtern waren und als sie getrunken haben. Okay. Aber halt nicht so offensichtlich, sind sie eher sozialdemokratisch oder konservativ, sondern halt einfach so mit so gewissen Sachen, wie stehen sie zur Einwanderung, wie stehen sie zu Steuern und so. Und die Leute, je betrunkener sind, desto eher tendieren sie halt zum Wahlprogramm konservativer Parteien. Naja, du bist ja betrunken und nicht mehr fähig, komplex zu denken. Ja. Und vielleicht ist das schon die Erklärung. Weil ich meine, konservativ gibt es halt sehr klare Regeln. Das ist so ein bisschen wie im Christentum. Da weißt du immer ganz genau, was gut, was schlecht ist, schwarz und weiß. Und das ist halt viel leichter, sich dran zu halten. Und, oder beziehungsweise die Orientierung. Und halt deine gesellschaftliche Erziehung ist dann halt auch, wenn du betrunken bist, weg. Dann sagst du halt einfach das auch laut, was du dich sonst nicht traust. So wie, was war es, Nigel Farage, glaube ich, in einem Radio-Interview für die UKIP, wo er meinte, UK Independence Party. Okay. Wo er auch meinte, so komm, jetzt sagen wir mal ehrlich, hier, wenn wir zu Hause sind, sagen wir alle, wir gehen zum Schlitzaugen und nicht, wir gehen zum Chinesen. Ja. Aber ich meine, ist das ehrlich, beziehungsweise glaubst du wirklich, dass, also ich meine, wenn man schon so redet zu Hause, das ist schon... Ja, aber wie viele Leute gibt es, die eigentlich auf dem Papier bürgerlich konservativ sind, aber halt genau dafür halt so ein Ventil wie die AfD gebraucht haben, um einfach nur zu sagen, so denken wir ja alle. Ja. Ja, also auch dieser Protestscheiß, ne? Also sich auch gar keine Gedanken machen, was die Partei eigentlich will, was die halt einfach nur die wollen ja auch sich nur ins Trockene bringen und ihre Kohle halt haben und haben halt gemerkt, dass es halt über den lauten, asozialen, dummen Weg halt geht. Denen ist es ja auch vollkommen scheißegal. Ja, also ich meine, ja diese Pseudo-Arbeiterpartei, das ist ja... Das ja, die sind ja FDPer als die FDP. Ja, also alle ihre Führungsposition, die da irgendwie halb verfaulend da sitzen, irgendwie ist ja Wahnsinn, als dass dann tatsächlich irgendwelche einfachen Menschen zu Hause, sei es aus Furcht, Angst, Wut oder sonst was, das wählen und dann sagen, ja, aber die machen was, ja, die sind auch nur scheiße laut, das ist halt alles. Ja, aber laut. Genau, so, ja. Dann, juhu. Deswegen gehe ich auch zu Mario Barth und Kristall. Ja, kann ich mal richtig strahlen. Aber glaubst du, Humor funktioniert besser live als im Fernsehen oder Kino? Oder? Ich bin gar nicht so ein Fan von so Live-Comedy-Shows. Ja.
Also ich meine, aber da funktioniert ja sehr viel über das Publikum. Also ja, ich glaube, ich habe es selber auch, glaube ich, noch nicht erlebt oder nicht, also fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mich da auch weglache, weil, also zum Beispiel sind ja auch gewisse Lacher, gewisse Lacher sind ja halt dann schon lustig. Ja. Also ich erinnere mich damals in der 7., 8. Klasse, Mitschüler Alexander B. Hatte halt eine mördergeile Lache. Das ist ein seltsamer Nachname, ja. B. Und der hatte halt so lustig gelacht und es war halt vollkommen egal, was vorher war, aber wenn der gelacht hat, dann musste die halbe Klasse lachen, weil der war halt irgendwie, und der hatte halt so den ganzen Körper gelacht, der war halt irgendwie so ein krokettengefütterter Enkel von seiner Oma und schöne, damals runde Wurst, später habe ich den irgendwann mal in Hannover am Bahnhof getroffen, krass trainierter Typ und der hat irgendwie so, also wenn du halt, glaube ich, jemanden siehst, der halt aus Freude lacht und es gibt ja halt auch dieses diabolische Lachen oder sowas, das, glaube ich, steckt wenig an oder dieses Auslachen, ja, was ja auch wenig so packt, als wenn du jemanden siehst, der lacht sich halt kaputt, der ist gerade komplett verfreut. Kannst du dich erinnern, das letzte Mal, dass du dich richtig schlapp gelacht hast? Also richtig, wo du dachtest, Alter, ich heul hier gleich und mache mich ein. Nicht so richtig. Okay. Du? Als der Doktor war. Da waren wir bei diesem A Cappella-Ding. Da waren wir im Foyer und haben Bier geholt. Und ich weiß nicht was. Ich glaube, wir waren alle eh zerstört, weil der Tag vorher schon so viel war und dann leicht alkoholisiert. Dann hat der Doktor irgendwie einen Spruch gemacht, der gar nicht, so würde ich sagen, wahrscheinlich gar nicht cool war. Aber da hat er mich voll auf den Punkt getroffen. Und ich weiß, dass ich da so lachen muss, dass ich geheult habe und mit dem Tresen festhalten muss. Und das war das letzte Mal, dass ich so krass lachen musste, glaube ich. Also wenn du echt das Gefühl hast, so, Alter, ich muss jetzt aufhören, weil Bauch tut schon weh und ich fange an, mich einzupinkeln. Okay. So. So erinnere ich mich echt lange nicht mehr dran. Ich erinnere mich noch an eine schöne Gegebenheit, wo du lachend auf dem Boden lagst, was wir glücklicherweise auf VHS festgehalten haben. Ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. Ja, laut eigener Aussage hast du dem König in die Eier gehauen. Da gab es ja auch diesen lustigen Schnitt. Genau. Dass er irgendwie vorher neben mir stand und gesagt hat, ja, komm mit da. Und dann Schnitt und dann liegt er vor mir und ich sage, es tut mir leid. Ja, er hat die Hände im Gemächt und rollt sich auf den Boden und du liegst einfach da, es tut mir leid, es tut mir leid. Stimmt. Also dem Kontext entnehme ich, dass du ihm irgendwie in die Eier geboxt hast. Ja, haben wir ja alle in die Eier geboxt. Haben wir ja alle. Wer boxt nicht mal jemanden? Nein, vermutet. In den Hoden. Aber ich glaube, es lag daran, dass er nicht mit irgendwie in die Lampe kommen wollte oder sowas. Aber dann ist er mitgekommen. Freiwillig. Hat also was bewirkt. Ja, schöne Grüße an König. Und Hitler direkt im Hodensack getötet. Okay, du weißt mehr über die Geschichte. Ja. Ja, hast du denn, also die ersten Anfänge von Humor, den man so entwickelt, der ist ja eigentlich schon, als Baby lacht man sich ja schon scheckig. Aber ist das schon Humor? Na, was ist als denn? Kind, ja, das als ist Kind das, lacht das man ja auch Frage. Darüber, dass das Gegenstände ja nicht weg sind. Objektpermanenz. Ja, aber ich dachte, man schreit auch, wenn sie weg sind. So wie die Mama ist weg und ich gehe davon aus, dass sie jetzt weg ist. Weil man es halt nicht verstanden hat, dass Dinge, die aus dem Blickfeld sind, immer noch da sind. So wie Pornostars, mit denen man geschlafen hat. Ganz schön stormy hier. Aber das, ist das Humor? Ja, was ist Humor? Das also ist die Frage. Ich würde Humor ja schon... zumindest verbalisierbar. Also entweder halt ganz klassisch der erzählerische Humor, die verbale Auseinandersetzung mit etwas, oder halt ganz klassisch Slapstick. Ich glaube, den man aber erzählen kann. Das ist ja auch. Aber das sind doch die ersten Humormomente, die man auch als Kind schnallt. Genau, der Papa kommt rein, semmelt sich hin über eine Windel oder Liter Milch und das Kind legt sich hin vor Lachen. Das ist ja, deswegen funktioniert zum Beispiel auch Dinner for One so gut, für Generationen. Ja, und das halt jedes Jahr. Genau, die Kinder lachen, wenn er übers Tigerfell stolpert. Ja. Und als Erwachsener mit dem Wissen im Kopf, jetzt der lustige Moment ist, wenn er einmal nicht drüber stolpert. Ja, und sich dann aber auch wundert, dass er weggeht und denkt, Und dann beim Zurückgehen, glaube ich, dann rückwärtig dann irgendwie stolpert oder sowas. Ja. Aber ich glaube, das sind auch eher die größten Dinger.
Also da kann man sich halt, also Schadenfreude ist, finde ich, auch ein bisschen schwierig, weil wenn jemand halt irgendwie stolpert, das lustig aussieht und zuerst der Lacher kommt, dann ist es ja keine bewusste Entscheidung. Also dann ist es ja nicht von wegen, ich freue mich hier gerade über diese Verletzung. Also wie du eingangs erwähnt hast oder beschrieben hast, dieses Kind mit dem Ball am Kopf, was so blöde war. Da ist was vorweggegangen und da, ja. Genau, und hätte der Ball das Kind so getroffen, dass es mit dem Kopf gegen den Torpfosten und mit einer blutenden Platzwunde dagelegen hätte, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen weniger gelacht. Ja. Oder wie ich vorhin meinte, halt von wegen, es trifft das Kind, knallt um und bewegt sich nicht mehr. Und du hättest vorher nicht dieses Gespräch mit dem Kind gehabt. Ja. Ich glaube, man hätte trotzdem kurz gelacht, bis dem Moment, wo man merkt, da gibt es keine körperliche Reaktion. Aber ich glaube, aber das kann man ja nicht, also da ist man ja kein schlechter Mensch, wenn man unbewusst darauf reagiert. Es ist halt so ein bisschen der Kontext, der hat die Sachen dann komisch oder tragisch erscheinen lässt. Genau. Ja. Und ich glaube, das sind definitiv so die ersten Humormomente im Leben. Ne? Das, ich glaube nicht, dass man halt irgendwie... Ja, jemand das hält um. Ja, irgendwie sowas. Oder das Kind halt spuckt, keine Ahnung, Elternteil mit Essen voll oder so. Der Hund beißt jemandem den Hosenboden ab. Hosenboden. Ja, auch lange nicht mehr gehört. Das war meist der Part, der kaputt geht, wenn man die ganze Zeit mit dem Hintern über den Boden robbt in der Buddelkiste. Ja, und eigentlich weiß man selber nicht, dass man es nur macht, weil es so juckt. Ja. Wenn man es jockert da. Es jockert. Sagt man das nicht mehr? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das kennen. Jockern? Jockern. ja, aber hat sich, würdest du sagen, dass sich Humor grundlegend verändert im Leben. Ja, schon. Aber ich meine, der Slapstick, den du als Kind lustig fandest, ich glaube, man wird halt mit so einem gewissen Humor erzogen, wo du halt so als Kind aus dem Kontext siehst, finden andere Kinder in deinem Umfeld, finden die Erwachsenen das lustig. Ja. Dass du halt so ein bisschen, sich so ein bisschen an den Humor gewöhnst. Aber meinst du, das entsteht so? Meinst du nicht, auch ein Kind würde lachen, wenn vorher noch keine Humorerfahrung existiert und kein anderer da ist und der Papa legt sich auf die Fresse und lacht nicht darüber, aber das Kind lacht von allein. Meinst du, was passiert nicht? Meinst du, es wird erst gelernt? Einmal, aber ich glaube, wenn das Kind halt merkt, dass es im Kontext nicht lustig ist. Also wegen der Papa guckt grimmig oder ist verletzt oder sowas. Aber wenn der Vater sich hinschmeißt, das Kind lacht und dann lacht der Vater auch. Ja, aber dann hat das Kind ja wieder was gelernt über Humor. Ja. In dem Fall. Also ich glaube, dass es halt schon sehr viel da kontextuelle Erziehung ist. Und ich glaube aber, dass man sich halt wirklich auch weiterentwickelt in dem Humor. Also es gibt halt Sachen, wie gesagt, halt so Fernsehserien, die ich früher geschaut habe, die ich lustig fand. Aber halt so wie Comedians sich ja auch weiterentwickeln. Ja. Also zum Beispiel, ich mochte halt damals Dieter Nuhr sehr gerne. Der halt über die Jahre immer blöder, immer konservativer, immer langweiliger geworden ist. Der aber am Anfang. Sein Ego ist halt einfach größer geworden. Ja, der war am Anfang war der halt einfach richtig lustig, weil der auch eher so ein Satiriker und Kabarettist war und auch so ein intellektueller Snob. Und das fand ich sehr sympathisch. Und das ist dann halt über die Jahre verschwunden. Jetzt redet er nur noch Quatsch und veröffentlicht irgendwelche Reisebücher, die auch nicht lustig sind. Bester, schlimmster Moment von ihm war irgendwie, weiß nicht, 2014, 15, sowas da. Deutscher Comedypreis geht an Dieter Nuhr. Einer der drei Juroren des Comedy-Preises war Dieter Nuhr. Fand ich super. Ja. Wen geben wir denn? Mir? Gibt es jemand Besseres? Ja, Herr Nuhr, gibt es jemand Besseres? Nein, Sir. Genau. Sie, Sir. Auf ewig, Sir. Das ist halt echt. Aber ich meine, guck mal, zum Beispiel, wie sich halt Mario Barth, als er halt das Olympiastadion da mit 70.000 gefüllt hat, so, dass er sich damit gerühmt hat. So. Ja. Natürlich ist das halt irgendwie schon eine Masse an Leuten, die sich das anschauen, die es halt aber, ja, weiß ich nicht, aber also man kann ja nicht dann sagen, von wegen, also ich finde, zum Beispiel Humor geht ja nicht, auch nicht über Masse. Also jemand ist ja nicht lustiger als der andere, weil der halt mehr Leute zum Lachen bringt. Oder beziehungsweise das ist vielleicht eine Frage, ist er das? Weil dann müsste man sagen, ich bin kein Mario Barth-Fan, aber er ist lustiger Volker Pispers oder sowas. Ja, also ich meine, demokratisch lässt sich das ja nicht erklären. Genau. Also das halt. Aber das wird ja auch angenommen, so. Also wie viele Leute haben dann halt auch kein Verständnis für keinen Humor für ihren favorisierten Humoristen oder Humoristin?
Ja. Ich weiß nicht, ob ihr hört, aber hier wird gerade das ganze Haus eingerissen. Also wir haben noch ungefähr 15 Minuten und dann müssen wir hier raus. Ja, aber ich meine, es ist halt so ein bisschen wie mit Fernsehserien, so South Park oder die Simpsons, die auch zwischen irgendwann mal so einen Höhepunkt hatten des Humors, also meiner Ansicht nach, und dann halt wieder abgebaut haben. Kannst du über diese ganzen Fail-Videos lachen? Nee. Gar nicht. Ich fand es schon damals nicht lustig, als es noch versteckte Kamera, wie hieß es? Die Pannenshow. Ups, die Pannenshow. Oder damals, das ist ja eigentlich auch... Ja, aber das sind ja auch Fail-Videos. Versteckte Kamera oder meinst du damals? Oder? Nee. Verstehen Sie Spaß? Ja, sowas. Es gab noch was anderes mit Matthias Obdenhövel und Alexandra Bechtel. Ja, das war ja später. Weiß ich Verstehen nur Sie Spaß? Noch, weil ich ja Alexandra Bechtel damals auch 80er Jahre, Urhumor. Ja. Das ist sowas wie... wie heißt er denn? Der Frese, der meint, dass fast jeder deutsche Humor auf ihm basiert. Dass sie überhaupt noch lebt, faszinierend. Das ist ein Phipps Asmussen. Ah. Das ist zum Beispiel faszinierend. Humor, also etwas, was nicht oder sagen wir mal nicht bei uns oder bei dir angenommen wird als lustig. Wenn du das hörst, denkst du, scheiße. Wenn das jemand anders interpretiert, wird es plötzlich komisch. Also es gibt halt irgendwie so ein Phipps Asmussen, meine besten Witze oder was ich euch noch sagen wollte, gelesen von, nicht Dietmar Wischmeier, Onkel Hotte, Kalkofe, Oliver Kalkofe. Mhm. Und er macht, also er fügt nichts hinzu. Es gibt keine Kommentare, sondern er liest einfach nur die Gags, die Pseudo-Gags von Phipps Asmussen. Und das ist einerseits sehr schwierig anzuhören. Ich habe mir das komplett angehört, aber teilweise total lustig, weil du hörst halt, wie er den Gag und die Pointe erzählt. Und dann macht er nur sowas wie, oh, jetzt wird es langsam schwierig. Sowas. Also dann, das ist ja schon ein Kommentar. Aber Oliver Kalkofe ist ja auch tatsächlich einer der sehr lustigen deutschen Comedians, weil man ihn Comedian überhaupt nennen möchte. Ja, ja. Also ich fühle mich aber auch eher unterhalten. Ich lache nicht so oft. Ja, also die ganze Mattscheibe, sowas, das ist halt schon sehr lustig, aber ich lache nicht. Also, und das fand ich halt, und da kam dann richtig Lache, wenn du so ganz fein dann hörst, so meinte, Alter, beim Dresden brauche ich wirklich Schnaps, ich brauche jetzt wirklich Schnaps. So, aber ich glaube, bei Phipps Asmussen ist halt auch so ein bisschen die Kadenz, in der er die Witze raushaut. Also, ja, das ist... Man kommt ja gar nicht hinterher, mal kurz zu denken, oh Gott, jetzt eine Pause, sondern der redet ja in einer Tour. Hier, neulich eine Frau im Preisverkehr, dachte, sie kann links aussteigen. Da kam eine Ambulanz von hinten, so ein Kranker drin, hey, aber vielleicht krank auf Kopf. Und das in einer Tour, ja. Man versucht noch dem geistig zu folgen und irgendwann lacht man aus so einem Stockholm-Syndrom heraus. Ne, aber das haben ja schon ein paar beschrieben, dass der halt einfach, was ich vorhin gemeint habe mit die Lacher nicht ausklingen lassen und das hat er in so ein anderes Extrem geführt, dass du sagst von Pointe, zack, nächsten, Pointe, zack, nächsten und dass du sagst von und das Krasse ist ja auch, dass der heute noch irgendwie Familienfeier oder irgendwelche Firmenfeier füllt und macht da halt 45 Minuten Programm, aber dann macht er das am Stück nur Witze. Und der erzählt ja keine Geschichten, sondern der sagt von, das wollte ich nur erzählen. Ich war gestern im Supermarkt beim Blumenhändler, meine Frau hat erzählt, ich mache die Presse auf, also immer nur so ein Satz, ein Leiter und Gag. Er hat wahrscheinlich sein ganzes Programm genau getimed. Hier, 45 Minuten, das hier von A bis Z auswendig gelernt, in genau dem Tempo. Pause, dann sind wir drüber. Überstunden bekomme ich nicht bezahlt, ich bin hier raus. Aber der weiß ganz genau, also der hat irgendwie wohl so ein paar Regeln, dass er sagt, von wegen bei einer Feier tritt er erst nach 2 Stunden auf und so eine Dinger, dass er ganz genau weiß, die sind alle alkoholisiert, die kennen ihn halt alle noch von früher, die sind halt auch ein paar Fans dabei oder sowas und alle anderen, die reibst du kaputt. Also glaube ich, wenn du besoffen 30 Minuten seine Gags hörst, machst du irgendwie... und da bist du halt drin. Ja. So wie wir dann halt auch uns gegenseitig irgendwelche schlechten Altherrenwitze rankloppen und dann gibt's halt immer so ein Ohr. Und dann gibt's von einer, verstehst du, wegen Penis. Und das ist irgendwann, und das ist dann irgendwann so, wo du denkst, oh, so zermürbend, dass du dann halt anfängst zu lachen. Und ich glaube, so kriegt er die. Und das ist ja dann irgendwo auch ein Talent. Ist das ein Talent? Oder halt einfach nur so eine Hartnäckigkeit? Das ist schon ein Talent. Also ich meine, das, was er macht, macht er ja nicht schlecht. Ja gut, aber da kannst du auch sagen, also nicht unseres. Diesen Protest-Dummscheiß-Fick, den die AfD macht, macht sie ja nicht schlecht. Ja, machen sie auch nicht schlecht. Ja, das ist nur ein Scheiß. Ja. Ja. Ja, haben wir... waren wir schon witzig heute? Tierisch. Ah. Wir haben Tiere Humor, nächste Sendung. Ich meine, da gibt es ja auch mal diese etlichen Momente, wo du das Gefühl hast.
Also beziehungsweise, das ist auch was, zum Beispiel diese Pannenvideos, nein, aber so diese Mean Cats Video oder sowas. Ja. So diese Klassiker, Katze steht irgendwie auf das Nutella-Glas vom Schreibtisch. Ja. Oder Katze steht am Kellerloch oder wie das heißt, oder Kellertreppe und, oh, und daneben steht die andere Katze und sie schiebt sie langsam zur Treppe und die fällt hin. So, wo du denkst, was geht da bei dir los? Ab? So, das finde ich halt tierisch lustig. Aber das ist halt, glaube ich, auch sehr gut, weil du das Gefühl hast, da passiert es halt oder da agieren Tiere, die jetzt nicht primär irgendwie an Humor im Ansatz denken. So. Und dann einfach nur so. Keine Ahnung. Oder auch so krasse Sachen wie, weiß nicht, Katze ist im Fressnapf und friss und eine andere kommt und drückt langsam den Kopf von der Katze tief. Und ich so, oh, was ist das? Und ich finde das echt krass. Ja. Also auch genau, auch diese Lacher, die dann, wo du drüber lachst, aber gleichzeitig so, also, das ist ja ein bisschen heftig, diese Lacher, die aber trotzdem immer funktionieren. Also wenn es halt irgendwie, weiß nicht, Schwulen, Juden, irgendwelche Randgruppen so, wo dann halt echt immer die Lacher kommen, aber gleichzeitig mit so ein, ich finde das aber auch, ich möchte mit meinem Lacher auch zu verstehen geben, dass ich das schon fragwürdig finde, aber auch total lustig, sowas. Aber ich glaube, das ist halt dieses, man kann es nicht kontrollieren. Also manchmal ist es, dass man es wahrscheinlich gern zurückhalten möchte und dann kommt ein Lacher raus und das wird das ja auch... Das ist so ein bisschen, ich kann mir zum Beispiel nicht helfen, dass ich eine schrecklich nette Familie immer noch lustig finde. Ja, aber das ist ja der politisch inkorrekteste Humor. Ja, aber du hast ja auch mir mal in einem kleinen besoffenen Referat zu verstehen gegeben, dass... Jetzt bin ich gespannt. Naja, dass da ja auch mehr hintersteckt, dass die halt eine unheimliche Karikatur von Durchschnittsamerikaner nehmen und alles hops und alles überziehen. Und das war mir natürlich anfangs überhaupt nicht, also als kleiner Pöbel überhaupt nicht irgendwie kam mir das in den Sinn. Und dann später, als ich die dann nochmal gesehen habe, sahen die halt ganz anders aus. Und dann war das halt aber auch eine Humorrichtung, die ich halt auch eigentlich sehr intelligent fand im Vergleich zu Cosby. Die das war ja, also Cosby und Full House waren wirklich und wie hieß die Serie mit Urkel, alle unter einem Dach? Ja, ja. Unanschaubare Serien. Und eine starke Familie oder sowas? Welche war das? Mit Bobby Duffy? Ja, Patrick Duffy, ja. Ja, genau. Und die eine Suzanne Summers aus Herzbube mit zwei Damen. Ja, oder wer ist hier der Boss? Ja. Oh, damals gab es doch von RTL diesen... die Strunks und... Genau, ja, und die 1:1-Kopie von der Schrecklich nette Familie. Ah. Haben wir da schon mal drüber geredet? Nee. Im Podcast? Glaube ich nicht. Das hat ja gar nicht funktioniert. Nee. Aber auch total normal, weil die natürlich dann irgendwie kulturelle Eigenarten, die halt Amerika-spezifisch waren, 1:1 kopiert haben im Deutschen. Das ging halt nicht. Du kannst halt nicht irgendwie sagen, von wegen, wenn du hier als Schuhverkäufer arbeitest, bist du halt... Verlierer der Nation sonst was. Genau. Das ist hier kein Thema in dem Sinne. Wenn du als Schuhverkäufer arbeitest, hast du einen relativ guten Stundenlohn und wahrscheinlich einen entspannten Job. Hoffentlich, ja. Und da jetzt auch einfach dieser Sneaker-Boom schon seit ein paar Jahren geht, bist du wahrscheinlich auch ein scheißgefragter Typ bei Footlocker oder sonst was, wenn du halt dann sagst, von wegen hier den Air Max 2017 sowas, den habe ich nur noch im 500er Auflage. Ich nehme alle! Alles klar, mein früher Feierabend. So. Ja. Aber nee, Schrecklich nette Familie, ich glaube, da kann man echt nochmal reinschauen und das Bild, was man davon hat, wird sich, glaube ich, ein bisschen drehen. So. Ja. Weil der halt auch so Themen wie Feminismus aufgreift und auch in einer Art und Weise, wo du sagst, ja klar, also ich meine, es wurde so wenig darüber geredet und so viel Pseudo-Feminismus entsteht, der dieses Thema der Gleichheit komplett außen vor lässt und einfach nur sagt, wir schieben jetzt das andere Geschlecht voll nach vorne. Also wenn du heute sagst, dann sind No Ma'am wahrscheinlich die ersten Male Rights Activists. Ja, wahrscheinlich. Einen schönen Gruß an Peter. Und Sergeant vom Dienst Ike und Bob Rooney. Ich finde ja in gleicher Manier Bill Maher sehr lustig. Bill Maher? Der hat auf HBO eine Serie, die heißt Real Time with Bill Maher. Okay. Auch so ein Comedian, auch so eine Stand-Up-Panel-Show. Der lädt aber viele Politiker ein. Es kommen tatsächlich viele Politiker. Und Bill Maher ist halt einfach jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt und halt einfach wirklich fies ist. Aber der muss ja sehr populär sein, sonst würden die Leute ja nicht kommen. Weil wenn die wissen, von wegen mal Witz und Fleisch, also geht man der politische Talk, der ist einfach knallhart und auch wirklich sachlich. Ja. Und da ist er auch, da kennt er weder Freund noch Feind. Also der hat mal ein stundenlanges Interview mit Obama geführt, wo er halt auch einfach knallhart war. Ja. Und Bill Maher, jemand, der auch vor Gericht war gegen Donald Trump. Okay. Weil Bill Maher gesagt hat, er spendet 1 Million, wenn Donald Trump beweisen kann, dass sein Vater kein Orang-Utan war. Und Donald Trump kam vor Gericht mit seiner Geburtsurkunde.
Und Bill Maher sagt auch heute noch, so als ein auf der Geburtsurkunde Sohn von, weiß ich nicht, Susan Trump und einem Orang-Utan stünde. Der kann ja halt auch Trump heißen, der Orang-Utan. Ja, das ist ja nicht damit bewiesen. Ja. Ne? Ja. Ja, naja, also auf jeden Fall, ja. Ja, okay. Ja, haben wir denn jetzt irgendwie einkreisen können, was Humor ist? Schwierig, ne? Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Boah, den lasse ich jetzt voll stehen. Der ist super. Und der ist so kreativ und geht so richtig rein. Oh, mal ganz kurz meine Kopfhörer. Die drücken schon wieder die. Dann haben wir das ja voll geklärt. Ja. Und gut. Ihr könnt uns auch, das haben wir die letzten Mal, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt, was? Uns gerne Fragen schicken, richtig. Stellen. Also, genau. Auf Twitter an @fürnüssepod. Oder jetzt zwischendurch auch erwähnt, fürnüsse@gmail.com. Genau, oder geht auf fürnüssepod.com. Oder ihr könnt auch jedes YouTube-Video auf dem Kanal Für Nüsse mit Dirk und Klaus kommentieren und da auch eine Frage einfach nur runtersetzen. Ihr müsst auch nicht sagen, war toll, scheiße oder sonst was. Ihr könnt einfach nur eine Frage reindrücken. Genau, wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns... Oh, scheiße. Okay. Wenn ihr uns einfach nur hört. Die Batterie wieder aus dem Schlipper gefallen. Für Nüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes oder Podcast Addict. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns da eine gute Bewertung gebt oder. Und die Glocke ringelt und den Daumen hoch und einfach Sternen. Uns irgendwie ja, genau. Drei Unicorns fickt. Ja. Oder wenn ihr uns weiterempfehlt. Sagt jedem. Dem DHL-Boten an der Tür. Ja, die Jungs, die in dem Humor-Podcast kurz über Handjobs bei Hitlers Vater reden. Ja. Die einzigen. Die einzigen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hören. Was? Tschüss. Okay.